Es ist Donnerstag, der 14. September, es ist Wiesn-Presserundgang. Zum 188. Mal heißt's Ozapfdis, zum 188. Mal gibt es wie jedes Jahr neue Attraktionen auf dem größten und schönsten Volksfest der Welt. Und damit das auch so bleibt, dürfen sich die Wiesn-Zuschauer dieses Jahr über neue Fahrgeschäfte und Essensbuden freuen. Welche das sind, erklärt uns jetzt Yvonne Heckel. Ja, wir haben viele tolle, schöne Sachen in diesem Jahr. Zum einen zwei neue Belustigungen. Das ist das Crazy Island und hier im Hintergrund Crazy Outback. Also zwei Laufgeschäfte für die ganze Familie oder wo man einfach mit Freunden durchlaufen kann und Spaß haben. Und weil wir alle ein bisschen crazy sind, haben wir noch ein ganz verrücktes neues Fahrgeschäft. Das ist der Mr. Graffiti. Und wie der Name schon sagt, ich für eingefleischte Karussellfans. Und die Kulinarik kommt natürlich auch nicht so kurz. Wir haben eine Brezelbäckerei, die hier auf der Wiesn die Brezen selber macht, dann belegt, überbäckt, also einiges zu sehen und zu probieren. Ein weiteres besonderes Highlight dieses Jahr, Wasserspender auf dem Oktoberfest. So ist für jeden Besucher gratis Trinkwasser zu jeder Zeit bereitgestellt. Und für alle Souvenirliebhaber gibt es jetzt neu weitere offizielle Oktoberfest-Souvenirstände. Jetzt heißt es nur noch Lederhosen aus dem Schrank holen und auf geht's auf die Wiesn 2023.